So, hallo und willkommen zurück zu Tour de France 2018. Ja, zweimal habe ich jetzt schon gespielt, einmal mit Movistar auf Schwierigkeitsgrad Profi, dort mit Quintana die Tour gewonnen, dann mit Bora auf Champion die Tour gespielt. Und dort immerhin das grüne Trikot mit Sagan gewinnen. Gut, ich muss sagen, das ist nicht sehr, sehr schwierig, auch nicht im Spiel. So. Und jetzt beginne ich die dritte Tour. Ich habe die Fahrerwerte angepasst. Auch auf Champion, also legendär. Muss jetzt noch nicht sein. Werde ich vielleicht auch mal spielen, auf jeden Fall. Aber noch nicht jetzt. So. Genau, die Touren gibt es zu Hause, aber schauen natürlich die Tour de France. So, die Fahrerauswahl. Ja, Bardet zum Beispiel habe ich, glaube, um einen Punkt im Berg schlechter gemacht, weil er wirklich ein paar Probleme hat. Also zu den allerbesten Bergfahrern jetzt noch um einen Punkt schlechter. Also der fährt schon noch super, kann noch gut mitfahren. So ist es jetzt nicht. So, Astana Vogelsang, kann sein, habe ich was angepasst. Richie Porte auf jeden Fall. Nibali. Also ich hatte auch bei jedem Fahrer von den Favoriten den Kopfsteinpflasterwert angepasst, sodass die Fahrer nicht so weit da zurückfallen und so viel Zeit verlieren auf der Etappe, weil das war zu krass. Ein Froome ist da zu weit zurückgefallen. So, bei Bora habe ich zum Beispiel nochmal Buchmann um einiges verstärkt. Aber gut, er ist eh nicht bei der Tour dabei. Insofern macht das jetzt auch nicht so viel aus. So, Rigoberto Uran. Gut, er ist jetzt, ich glaube, so von den Werten gelassen. Warren Barguil ungefähr. Von den Werden gelassen oder am Berg einen Punkt vielleicht schlechter gemacht. Hier habe ich nichts groß geändert. Vielleicht Gaudu am Berg ein bisschen stärker, weil der doch bei der Tour für sein Alter auch schon relativ gut fährt diese Saison. Zakarin bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall nicht verstärkt. Das ist klar. Lotto Soudal, da habe ich nichts verändert. Ja, jetzt kommt's. Lotto NL Jumbo. Da habe ich auf jeden Fall Roglic um einiges verbessert am Berg. Man sieht ja, er kann mit den Allerbesten mithalten. Er kann sogar angreifen. Also, ich habe ihn zwar jetzt am Berg, ich glaube, eine 81 gegeben, genauso wie Dumoulin. Jetzt immerhin noch einen Punkt weniger als Froome. Aber dafür ist am Zeitfahren noch mal einiges stärker. Weil Froome ist in Bestform schon am Berg eigentlich noch mal eine Klasse für sich. Normalerweise. Gut. So, dann hier. Ja, Adam Yates ist jetzt, habe ich jetzt nicht verstärkt. Quintana und Landa sind ungefähr auf einem Niveau. Ich glaube, 82 haben die am Berg. Quickstep. Jungels am Berg ein bisschen verstärkt, glaube ich sogar. So, Sky habe ich jetzt Geraint Thomas am Berg verstärkt. Und Chris Froome am Berg auf 82 gemacht. Dumoulin am Berg verstärkt auf 81, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und im Zeitfahren hat er eigentlich den besten Wert. Bei Mollema habe ich, glaube ich, nichts verändert. Bei UAE habe ich bei Aru zumindest nichts verändert. Aber ich habe Daniel Martin ein bisschen verstärkt, sodass er eigentlich in der Gesamtwertung ganz gut mitfahren kann. Guillaume Martin habe ich auch ein bisschen am Berg verstärkt. Da er ja auch eine ganz ordentliche Tour fährt. So. Ja, welches Team fahre ich jetzt? Entscheidung war schwierig, aber
Ich werde mit Lotto NL Jumbo fahren. Wurde auch in den Kommentaren mal erwähnt. Wurden wieder einige Mannschaften erwähnt. Ich werde Lotto NL Jumbo jetzt nehmen und ich werde auch danach noch eine Tour fahren und noch eine andere Mannschaft auf jeden Fall fahren oder noch mehrere Touren fahren. So, vor dem Rennstart klicken wir mal auf Ändern. Was gibt's da? Das sind aber die Fahrer, die alle dabei sind. Roglic. Gesink ist dabei. Cruz war, genau. Und als Sprinter habe ich ja hier Groenewegen dabei. Ist jetzt natürlich auch ganz cool. Somit auch immer jemanden beim Sprint dabei. So, es geht los. Noirmoutier en Lille nach Fontenay-le-Comte. Fahren wir gleich los. So, genau. Zur gestrigen Kurzetappe noch kurz. Ja, kurz. Genau. Ja, es ging dann doch noch gut zur Sache am letzten Anstieg. Das war gut. Vor allen Dingen Quintana. Er hat sich sogar absetzen können und Zeit rausfahren können. Das war wichtig. Natürlich ist es nicht annähernd genug, um beim Zeitfahren. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Eine große Windkante. Da muss ich erstmal mit Roglic anfangen. Um zumindest beim Zeitfahren da irgendwas gut zu machen, wird eh schwierig. Das heißt, es ist ja nochmal eine schwere Bergetappe. Da muss er es nochmal probieren, um dann nochmal Zeit gut zu machen. Und jetzt gucken wir hier erstmal. Jansen. Kruiswijk. Und Rosen schützt. So, genau. Also es gibt ja noch eine Bergetappe. Da kann schon noch was passieren. Ich denke mal auch, dass Chris Froome das nicht aus sich sitzen lässt und da nochmal einen Angriff starten wird. Aber Geraint Thomas, der macht wirklich einen sehr starken Eindruck. Also wenn er die eine Bergetappe noch übersteht und ich glaube, also 2 Minuten in Zeit fahren, wird Dumoulin den Geraint Thomas nicht abnehmen können. Außer Thomas hat Pech, das hat er ja schon, ich glaube beim Kriterium du Dauphiné war es, wo er im Zeitfahren auch gestürzt ist. Gut, ich meine, ich wünsche ihm das nicht, aber es kann alles passieren. Und dann sind schnell mal 2 Minuten aufgeholt. Also ganz sicher ist es nicht, aber unter normalen Umständen kann das keiner aufholen, da Thomas auch zu stark im Zeitfahren ist. Aber wenn Chris Froome jetzt keine Zeit weiter aufholen kann auf Roglic und Dumoulin, wird Roglic Dritter werden können. Dadurch, dass er im Zeitfahren wirklich extrem stark ist. Und ich glaube, der wird auch ein richtig gutes Zeitfahren hinlegen, weil man sieht, er ist noch sehr gut in Form, sehr gut drauf. Er kann noch angreifen am Berg. Also da gibt es noch keine Anzeichen für irgendwelche Schwächen. Mal gucken. Vielleicht zeigt er ja auch nochmal einen Angriff in der Etappe am Freitag. So. Versuchen wir hier mit Groenewegen irgendwie. Ne, ich versuche die Etappe zu gewinnen, aber nicht auf den Zwischensprint zu gehen. So. Ja, jetzt müssen wir hier nach vorne fahren.
weil ich hier keinen Bock habe, da irgendwie schon Zeit zu verlieren. Chris Froome. So, aber wenn das Tempo dann hier erhöht wird, könnte es noch mal schwierig werden. Husweig, ist ja nochmal noch. Machen schon für Grüne wegen Tempo. Another 20 kilometers for the lead riders. The peloton seems to be managing the time gap, so as to finish in a sprint. Only 15 kilometers left in the race. The peloton should be able to crawl level without too much difficulty. So, jetzt hat sich aber doch hier das Feld etwas geteilt. We're now into the last 10 kilometers, and the men in front are still holding Gut. off the peloton. But the chances of going all the way look very slim. Kann man auch auf grüne Wegen wechseln. So. Gab's hier nie mal den Punkt? Den Sprint vorbereiten, aber irgendwie, naja. Wer ist jetzt hier für grüne Wegen eingeteilt? Gerade gar keiner. Just 5 more kilometers. The struggle between the breakaway and the peloton still goes on. So, mal hier gucken, Hausler. Christoph.
Wurde es ein bisschen zu eng. Wäre mehr drin gewesen. Schade, schade. This result is clearly not up to my expectations. It isn't catastrophic, but when you've got victory in mind, Ja, Sechster. Naja. Gaviria, Sagan, Colbrelli. It's a shame. Oh mein Gott. So. Gut, die anderen haben alle keine Zeit verloren. Das passt soweit. Okay. Heute Abend, wer Zeit hat, nicht vergessen, so, ich denke mal schon 19.30 Uhr werde ich anfangen mit Livestream auf Twitch. Dann geht es weiter mit dem Pro-Leader-Modus. Ja, 19.30 Uhr heute. Heute, 26.07. Genau, wer Lust hat, kann da gern vorbeischauen. Also, ja, bis entweder heute Abend oder morgen dann zur nächsten Folge. Tschüss!